Liebe Gemeinde, wir begrüßen Sie und euch ganz herzlich hier zu diesem zweiten Videogottesdienst. Wie auch beim letzten Mal stammen alle Texte und Gebete, die Sie und ihr gleich hören werdet, von den Engeln Ausbildungen aus unserer Gemeinde. Wir hoffen, dass Sie in dieser schwierigen Zeit ein wenig Trost spenden, Hoffnung geben und viel Freude bereiten und wünschen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals fallen lässt, das Werk seiner Hände. Amen. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns in der jetzigen Situation Beistand und Kraft schenkst. Natürlich vermissen wir unsere Treffen und unsere Freunde. Die Pandemie zwingt uns, Rücksicht auf unsere Familie zu nehmen. Viele haben Risikofamilienmitglieder. Helf uns dabei, froh in die Zukunft zu blicken. Guter Gott, wir sind froh, dass wir trotz dieser ungewöhnlichen Situation per Bildschirm das Osterfest gemeinsam feiern können. In uns lebt die Hoffnung, dass du gerade in Katastrophen zu uns stehst und bei uns bist. Das Osterfest bedeutet für mich auch Erneuerung, und für Erneuerung bete ich mit meiner Familie, Freunde, den Gummibärchen und allen Menschen Gottes. Amen. Ich lese eine Übertragung aus Psalm 21. Du, Herr, kommst uns entgegen. Du trittst aus dem Tod ins Leben. Du bist bei uns alle Tage und hilfst uns alle Zeit wunderbar. Ein Mensch den Menschen, ein König den Herrschenden, ein Leidender den Kranken, ein Träumender den Hoffenden. Die Unmündigen berührst du, und sie tun ihren Mund auf gegen den Tod. Wir rufen, und du hilfst uns, Tag und Nacht. Wir schreien, und du lässt uns nicht im Stich. Amen. O wie Ohnmacht. Ohnmacht bedeutet eine vorübergehende Bewusstlosigkeit. Schwäche, Machtlosigkeit und die Unfähigkeit zu handeln. Aber was hat Ohnmacht mit Ostern zu tun? Nun ja, die Jüngerinnen und Jünger müssen sich nach der Kreuzigung von Jesus vermutlich in genau diesem Zustand befunden haben. In einem Zustand der Ohnmacht. Denn gerade noch feierten sie ihr letztes Abendmahl und jetzt ist Jesus nicht mehr da. Ihr Lehrer, demjenigen, dem sie überall hingefolgt sind, dem sie vertraut haben und in den sie alle Hoffnungen gesetzt haben. Ihrem Messias, dem Sohn Gottes. Und jetzt ist alles weg und die Jüngerinnen und Jünger fühlen sich betäubt und wie im Trance und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie fühlen sich sehr machtlos, denn dieser riesige Stein, der vor dem Grab Jesus ist, vor der Höhle, den kann man nämlich nicht einfach mal so wegschieben. Und wie soll es jetzt für sie weitergehen? Viele von uns befinden sich vermutlich gerade in einem ähnlichen Zustand wie die Jüngerinnen und Jünger von damals. Denn wir erleiden gerade einen massiven Kontrollverlust der Situation und das sind wir nicht gewohnt. Wir möchten eben gerne genau alles planen, was passiert in der Zukunft, was machen wir da, was machen wir dann. Und das können wir nicht. Wir wissen nicht, was in einer Woche passiert, was in einem Monat passiert oder im Sommer. Können wir die Pläne wirklich so ausführen, wie wir sie uns vorgestellt haben? Können wir in den Urlaub fahren oder kann ich mein Abitur schreiben? Das wissen wir nicht. Und uns bleibt nichts anderes übrig, außer zu warten. Das ist sehr frustrierend, in diesem Zustand der Ohnmacht zu sein und sich nur als passiver Teilnehmer des Geschehens zu fühlen. Aber die Definition von Ohnmacht besagt, dass es nur eine vorübergehende Bewusstlosigkeit ist. Das heißt, dieser Zustand geht vorbei und diese Zeit wird irgendwann enden. Genauso wie für die Jüngerinnen und Jünger.
als sie am Ostermorgen zum Grab von Jesus kamen und gesehen haben, dass dieser schwere Stein weggerollt ist und Jesus auferstanden ist. Und plötzlich gibt es wieder einen neuen Grund für Hoffnung und für Zuversicht. Es, wie Sorgen machen. Jeder kennt das Gefühl, wenn man sich Sorgen macht, wenn man nicht weiß, was passiert. Besonders in jetziger Situation machen sich viele Leute Sorgen um Angehörige, besonders um Leute in der Risikogruppe, aber auch um die Zukunft. Und so wie wir machten sich auch die Jüngerinnen und Jünger Sorgen, denn Jesus ist tot. Niemand hatte ihnen gesagt, was passiert. Sie waren sehr unsicher und wussten nicht, was sie machen sollten. Was passiert mit Gottes Botschaft? War es das jetzt? Oder kommt da noch was? Das ist das T und es steht für Trauer. Wir alle trauern im Moment um die, die an Corona verstorben sind. Wir trauern um sie, aber denken auch gleichzeitig an die Familien und Freunde. Ja, das ist eine sehr schwere Zeit für uns alle und wir alle trauern. Doch Trauer war nun mal schon immer ein Begleiter unseres Lebens. Wir alle kennen das, wenn wir um eine Person trauern, die ein Familienmitglied war oder ein Freund, eine Freundin. Um ein Haustier oder einfach traurig sind, weil wir etwas vermissen, ein Ort, ein Gefühl, eine Gewohnheit. Ja, wir alle kennen das Gefühl und wir alle wissen, wie schlecht es sich anfühlt. Und deswegen müssen wir gerade zusammenhalten und einfach füreinander da sein. E. E wie Erinnerung. Erinnerungen sind wichtig, damit man Leute, die eventuell weggezogen sind oder man aus anderen Gründen nicht mehr sehen kann, niemals vergessen wird. Denn Erinnerungen bleiben bei einem und fühlen sich so an, als wäre die Person immer noch da. Dabei ist es egal, ob es ein Familienmitglied war oder Freunde oder irgendwelche anderen wichtigen Personen. Denn Erinnerungen bleiben, solange du lebst. Und gute Erinnerungen werden dich für dein restliches Leben begleiten. Schlechte Erinnerungen an diese Person werden wahrscheinlich in ein paar Tagen verblassen. Ich lese aus Lukas 24, Vers 1 bis 8. Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten, sie nicht anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert ihr euch an das, was er schon in Galiläa gesagt hat? Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den 11 und allen übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles. Es waren Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihm am Grab gewesen waren. In Ostern steht für Richtung. Denn was die Jüngerinnen und Jünger und die Menschen Zeiten von Jesus erfahren haben, ist, dass sie durch Ostern aus meiner Sicht eine große Sicherheit bekommen haben und sie haben eine Richtung zugewiesen bekommen. Denn wir können durch Ostern lernen, dass wir auf Jesus und auf Gott vertrauen können, dass es eine Richtung gibt,
die wir einschlagen können, dass uns Jesus auch nach dem Tod nicht alleine lässt. Ich persönlich finde das immer ein bisschen schwierig, in Ostern eine richtige Bedeutung zu finden. Ich finde das an anderen Feiertagen im christlichen Glauben irgendwie ein bisschen leichter, weil es so vielschichtig ist. Und ich glaube, dass das Wort Richtung das sehr gut erklären kann. Und vor allen Dingen in Zeiten jetzt können wir, was ich ganz stark merke, spüren, dass uns der Glaube Sicherheit gibt und uns eine Richtung schenkt, in die wir verfolgen können oder die uns stärkt. Und dass wir gemeinsam da sind, dass niemand allein ist und dass der Glaube uns an Ostern nochmal deutlicher zeigt, es gibt eine Richtung und wir können uns der anvertrauen. Gott lässt uns nicht alleine und ist bei uns und schenkt uns Mut, die richtige Richtung einzuschlagen und macht uns mit der Auferstehung vielleicht irgendwie deutlich, wie sehr uns Menschen alle schätzt und wie einzigartig jeder von uns ist. Glauben wir einfach vielleicht ein bisschen mehr daran. Vielleicht hilft das ja, dass wir in diesen Zeiten auch glauben, es gibt eine richtige Richtung und es gibt etwas, woran wir alle festhalten, nämlich der Glaube, der uns verbindet und auf den wir alle total stolz sein können. Und dass wir vor allen Dingen nicht alleine sind, sondern uns der Glaube diese Richtung vorgibt. N wie Neubeginn. Für mich bedeutet so ein Neubeginn in meinem Leben meistens irgendwie was Positives. Das kann der Schulabschluss sein, den man geschafft hat, oder der Start ins Berufsleben, vielleicht auch der Umzug in eine schöne Wohnung. Aber manchmal eben auch die ganz kleinen Dinge. Vielleicht ein Gespräch nach einem Streit, was die Versöhnung bringt. Einen Menschen, den ich mal neu oder von einer ganz anderen Seite kennenlerne. Aber manchmal eben auch die Idee oder den Plan, den ich endlich mal in die Tat umsetzen kann. Das sind für mich Situationen, wo ich mich ganz bewusst dazu entschieden habe, einen Neubeginn zu wagen. Aber manchmal schreibt das Leben eben auch seine eigenen Geschichten und wir haben gar keine andere Wahl, als einen Neubeginn zu wagen. Für mich geht man an diese Situation natürlich mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. Mal eben positiv gestimmt, voller Vorfreude auf das, was kommt, mit Neugier. Und eigentlich weiß man irgendwie, dass es schon gut werden wird. Aber manchmal zerbricht man sich aber auch den Kopf über solche Neuanfänge. Man hat Zweifel, ob es ja auch die richtige Entscheidung war, die man getroffen hat. Vielleicht auch Angst vor den Situationen, die da auf einen zukommen. Und weiß vielleicht gar nicht so, wie es weitergehen soll. Gerade an Ostern, da lernen wir aber ja eigentlich, dass wir vielleicht mit ein bisschen Gottvertrauen an so eine Situation drangehen sollen, weil es wird schon was Wunderbares daraus. Das zeigt sich für mich, weil die Jünger von Jesus ja auch voller Sorgen und Ängste darauf gewartet haben, was denn da passiert und im Prinzip für sich auch keinen Ausweg gesehen haben. Und gerade in dem Moment ist vor ihren Augen ja das Wunder passiert, nämlich die Auferstehung. Und die Auferstehung von Jesus, die hat ihnen ja letztendlich neuen Mut und neue Hoffnung gegeben und ihnen auch den Weg gewiesen, wie es jetzt weitergehen kann. Und eigentlich zeigt uns das doch genauso, dass aus etwas, wo wir gar nicht weiter wissen, vielleicht ein wunderbarer Neuanfang werden kann und eben Neues Schönes schafft. Vielleicht müssen wir einfach mal mit ein bisschen mehr Zuversicht und vielleicht auch Gottvertrauen in so eine Situation gehen, denn eigentlich können wir uns sicher sein, dass wir unseren Weg schon finden werden und irgendwas Gutes draus werden wird. Liebe Gemeinde, wahrscheinlich geht es Ihnen so wie uns, dass Sie jetzt hier gerne mit uns dabei wären, um mit allen gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Das geht in diesem Jahr nicht. Aber die Jugendlichen haben eben Ostern durchbuchstabiert. Und jede und jeder von uns muss für sich selbst Ostern durchbuchstabieren. Aber am Ende setzen sich diese Buchstaben zu einem neuen Wort zusammen. Zum Wort Hoffnung. Denn Ostern ist das Hoffnungsfest. Die Gewissheit, dass Jesus den Tod besiegt hat und wir in jeder Lage neue Hoffnung schöpfen dürfen. Ich wünsche uns allen, dass wir das spüren in uns, dass wir Ostern als Hoffnungsfest feiern können und im nächsten Jahr auch wieder hier zusammen fröhlich Gottesdienst feiern können.
Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Darauf vertrauen wir und darauf hoffen wir. Und ich wünsche uns allen gesegnete, frohe Ostern. Und jetzt kommen die Fürbitten. Gott, wir bitten dich, hilf uns, diese schwere Zeit durchzustehen. Wir bitten dich, hilf den Trauernden und Leidenden. Wir bitten dich, dass Junge, Alte, Eltern, Kinder, Frauen, Männer, Schüler, Lehrer, Ärzte und Pfleger offen und freundlich miteinander umgehen. Gerade jetzt, wo jeder auf jeden angewiesen ist. Bitte Gott, lass uns alle spüren, dass wir alle eine Gemeinschaft sind. Auch wenn wir gerade nicht körperlich zusammen sein können, sollen wir alle spüren, dass wir im Geist zusammen sind. Gott, lass dieses Osterfest ein fröhliches und entspanntes werden und verbringe es mit uns allen zusammen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.